Masken kann für viele stehen. Für die Leute, die aus den Ländern kommen, wo man mit Masken noch lebt, hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung wie für uns, die uns hinter einer Maske verstecken oder mit Karneval mit einer Maske nach außen kommen, mit einer Personalität, so wie das wir haben wollen oder ziehen wollen. Aber Masken in sich ist eigentlich eine Ausdrückung von einer Person. Man lernt eine Person kennen, eine reelle oder eine eingebildete oder eine mystische Person. Sich gegenseitig kennenlernen, das ist das Ziel von Masken aller Welt. Seit Dezember arbeiten alle Manderfelder Schüler an dem Projekt. Vom Kindergarten bis zum 6. Schuljahr, ob einheimisch oder fremd. Das ist eine gute Zusammenarbeit. Die Kinder vom Dorf kommen auch hier hinein. Jetzt sind wir hier unten, wo die Leute essen. Vergangene Woche waren wir oben. Da kommen die in die Zimmer von Leuten. Sehen die, wie ein Zimmer aussieht, das bringt schon ein Bild. Da kommen die mit zu Hause und können darüber erzählen. Autos hoffen, das bringt so ein bisschen mehr Kontakt zwischen den Einsiedlern und den Einheimischen. Das ist sehr wichtig für Asylbewerberzentrum als auch für die Bevölkerung von Manderfeld. Also das ist Integrationsprojekt, so auch Sensibilisierungsprojekt, damit die Leute miteinander kennenlernen, die Kultur, Mentalität und sie haben das die Ängste verschärfen und so weiter. Sie fertigen Masken und Skulpturen aus Pappmaché und Stein oder wie hier malen Menschenbilder auf Holz. Wir verzieren gerade die Maske. Was soll diese Maske denn darstellen? Ja, eigentlich, das soll ein Gesicht irgendwie darstellen. Was für ein Gesicht? Keine Ahnung. Die Kinder sind sehr kreativ, wir lassen ihnen auch freien Lauf. Sie können selber dekorieren und man sieht, die haben tolle Ideen. Also ich bin total überrascht, wie das farblich wirkt alles und was für Ideen die Kinder haben. Die Asylbewerberkinder, die haben eine extra Schwierigkeit, weil die mit ihre Eltern mitkommen und das alles immer wechselt für ein Kind, das anders Festigkeit braucht ins Leben. Und die Kinder machen auch die Sorgen von den Eltern mit. Die Eltern sind sehr mit sich selbst beschäftigt. So, deswegen haben wir eine große Ausdruckung in aller Farben machen wollen. Das ist so eine verrückte Maske mit Haaren und so, einfach verrückt. Was soll die Maske bedeuten? Nicht sehr viel, einfach nur, dass man auch verrückt sein kann. Ausgestellt werden alle Kunstwerke während der Osterferien in der Kulturkapelle Krehwinkel. Die Vernissage ist am 4. April um 19 Uhr.